mit dem Fahrrad nach St. Petersburg. Ja, richtig gehört. Genau das haben sich 4 Freunde aus dem Landkreis vorgenommen. 3 Mühlener und ein Barkumer bereiten gerade intensiv diese Tour vor. Am 15. Juni geht es los. Die Tour ist eine von mehreren Jahresetappen mit dem Ziel, den längsten Radweg Europas zu befahren. Und das sanierte Dammer Freibad eröffnet am 26. Mai. Bis dahin werden noch letzte Arbeitsschritte erledigt. Die Eintrittspreise bleiben wegen der verkürzten Badesaison im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Am Sonntag um 16 Uhr feiert das Dschungelbuch auf der Freilichtbühne Premiere. Alle weiteren Aufführungstermine findet ihr auf der Homepage www.freilichtbühne-lohne.de. Ich wünsche euch ein schönes und vor allem sonniges Wochenende. Nummer 11, Franz Josef und Jutta 6. BMW 3 21, Baujahr 1939 und das älteste Fahrzeug hier im Feld. Und ich ziehe jetzt die Startnummer 23, ein Mercedes 300.
Nummer 20 auf einem Porsche 911 Targa. Ein ganz heißes Fahrzeug aus früheren Tagen. Vali Fabio aus dem Baujahr 1956. Nächstes Fahrzeug mit der Startnummer 19. Ein zeitlos schönes Fahrzeug, Startnummer 37 auf einem Fiat 124 Rallye aus dem Baujahr 75. Baujahr 1980, geführt von Philipp Suling aus Lüsche, Beifahrer Oliver Suling, ebenfalls Lüsche. Der Startnummer 48 auf einem Mercedes-Benz 280 SL aus dem Baujahr Jeep CJ7 4,2 Liter Rennrichter und Thomas Bocklager aus Baku. Mit der Startnummer 55 auf einem Rover B6. Ziehe ich auf einer Corvette C3, dem Baujahr 1981. Josef Langeland aus Markum, Beifahrer Dieter Müller aus Lohnen. Noch ein älteres Fahrzeug im Teilnehmerfeld und zwar ein MG TD aus dem Baujahr 1900. Was für ein altes englisches Fahrzeug ist, das ist der Fahrer auch auf der falschen Fahrt. Startnummer 49 auf einem Ford Mustang Fastback. Gute Fahrt! Mit der Startnummer 59 ein Cadillac DeVille aus dem Baujahr 68. Ich glaube, auf einem Borgward P100. Das Fahrzeug stammt aus dem Baujahr 1960. Das Fahrzeug stammt aus dem Baujahr 1965. Mit der Startnummer 70 im Ziel auf einem Mercedes 280 SL aus dem Jahrgang 1985. Mit der Startnummer 67 auf einer Mercedes Pagode 280 SL Baujahr 1969. FC mit der Startnummer 69. FC mit der Startnummer 64 auf einem Ford Torino GT Cabrio
Fahrzeug aus dem Baujahr 68, auf einem Mercedes W123 280 CE, Baujahr 77. Startnummer MGA MK1 1600 aus dem Baujahr 1959. Hallo und herzlich willkommen hier bei Angesagt. Viele haben uns wieder Berichte geschickt, die wir hier vorlesen bzw. die wir hier präsentieren wollen. Und dieses Mal möchte ich anfangen mit dem Adländer Musiksommer, denn der findet wieder statt vom 9. bis zum 18. Juni 2017 auf dem Hof Sickmann in Bad Bergen-Langen. Und zwar mit dabei sind Gail Töfts, Klaus Doldingers Passport featuring Max Mutzke, Brass Band Berlin, die Plattenmokers featuring Luis Felipe Avila González, Meisterdetektiv Kalle Blomqvist, The Buddy Holly Story, Addis Mercedes und Djaco mit Bonita. Ja, nichts wie hin zum Adländer Musiksommer vom 9. bis zum 18. Juni. Ja, und alle, die mit dem Flugplatz in Damme was zu tun haben möchten, die sollten jetzt mal aufpassen. Und zwar am 19. Mai auf dem Flugplatz in Damme ist Milo. You don't know anything about me anymore. Ja, sowas und schöne Sachen hat er gesungen und der singt immer noch. Der ist also am 19. Mai auf dem Flugplatz in Damme. Und am 20. und am 21. Mai, das ist dann der Samstag und der Sonntag, ist wieder die Messe in Damme, diese Handels- und Gewerbemesse. Also am 20. und 21. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr mit kostenlosen Kinderland und 100 Aussteller, kostenlose Parkplätze, 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Zelt und Aussteller auf 10.000 Quadratmeter Außenfläche. Ja, und in Wildeshausen ist auch wieder was los. Na, wisst ihr schon? Ja, es ist das Gildefest. Die Wildeshauser Schützengilde feiert 2017 wieder ihr 614. Gildefest und die Eröffnung ist am 4.6. Ja, das ist Pfingstsonntag. Ja, und hier etwas aus Fisbeck, und zwar der Fisbecker Projektchor singt sich gerade für den großen Auftritt ein. Und zwar am 14. Mai, das ist ein Sonntag, präsentieren sie um 17 Uhr in der Fisbecker Pfarrkirche St. Vitus
die Spatzenmesse von Wolfgang Amadeus Mozart und das Gloria von Antonio Vivaldi. Und darüber hinaus wird Marlina Heidkamp, die 12-jährige Nichte von Dirigent Christian Heidkamp, Stücke auf der Flöte darbieten. Karten gibt es zum Preis von 12 Euro an folgenden Verkaufsstellen: Schreibwaren Brinkhus, Papeterie Libellus, beides in Fisbeck, Buchhandlung Vatterott, wenn ihr aus Vechta kommt, sowie bei den Mitgliedern des Kirchenchores. Ja, also wenn ihr da Lust zu habt, am 14. Mai, ein Sonntag, in die Pfarrkirche St. Vitus. Blickkontakt mit dem Unsichtbaren. Neue Reihe Frauenliturgie. Wer die Natur beobachtet, kann immer wieder staunen, wie wunderbar Gottes Schöpfung gemacht ist. Die Blumen, Bäume, die Weite des Himmels und Meeres, die Berge, das Sternenzelt. All das öffnet die Augen für den allgegenwärtigen Unsichtbaren und lässt darin seine Gegenwart spüren. Unter dem Thema Blickkontakt mit dem Unsichtbaren, wo spüre ich Gottes Gegenwart, bietet die Frauenseelsorge des Bischöflich-Münsterschen Offizialat und die KFD, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, im Landesverband Oldenburg hierzu eine neue Reihe mit Frauenliturgien an. Die Leitung haben Mechthild Pille und Petra Focke. Und jetzt sage ich mal, wo es überall sowas gibt. Am 29. Mai um 19.30 Uhr in Essen-Oldenburg im Pfarrheim Karl-Leisner-Haus. Am 30. Mai in Eute in der Marienkirche. Nochmal auch am 30. Mai in Kloppenburg in der Kapelle St. Pius. Und am 31. Mai in Oldenburg St. Peterskirche im Forum St. Peter. Am 31. Mai gleichzeitig in Sande, Katholische Kirche St. Bonifatius, und am 1. Juni in Steinfeld in Pastorsgarten bei der Katholischen Kirche St. Johannes Baptist. Ja, essbare Wildpflanzen, ganz interessantes Thema. Abendspaziergang durch den Garten des Museums am Schölerberg. Also ihr merkt schon, das kommt aus Osnabrück. Einen einstündigen geführten Spaziergang zum Thema essbare Wildkräuter bietet das Museum am Schölerberg am Donnerstag, den 18. Mai um 17 Uhr im Museumsgarten an. Wer mit offenen Augen durch den Garten geht, findet zahlreiche Wildpflanzen, die sich dort spontan angesiedelt haben. Nicht immer zur Freude von Gärtnerinnen und Gärtner. Nach dem Motto, was stört, wird aufgegessen, lernen die Spaziergänger schmackhafte und genießbare Arten kennen und erfahren zudem, welche Wildpflanzen dem Garten gut tun oder als Zeigerpflanze bei der Bewertung des Gartenbodens helfen. Ja, die Teilnahme ist kostenlos. Es ist lediglich der Museumseintritt zu entrichten. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Foyer des Museums am Schölerberg. Das klingt doch gut. Ja, hier was aus Bad Zwischenahn, und zwar das Orchester Bad Zwischenahn lädt ein, und zwar bald ist es wieder soweit. Am 17. Juni um 19.30 Uhr präsentieren sie in der Wandelhalle Bad Zwischenahn viel Neues, viel Kreatives und viel Rhythmus bei dem Jahreskonzert 2017. Dazu haben sie dann auch noch Solokünstler eingeladen. Also bei Interessenten nischt wie hin am 17. Juni nach Bad Zwischenahn. Ja, die Uni Vechta bietet auch was an, und zwar für alle Studieninteressierten. Und zwar am Dienstag, den 23. Mai um 18 Uhr im Science Shop Vechta. Da geht es um die Fragen, wie ist ein Studium generell aufgebaut? Was kann ich in Vechta studieren? Ist ein Auslandssemester ratsam? Das ist dann am 23. Mai. Am 1. Juni ist dann auch wieder eine Veranstaltung für studieninteressierte Eltern und Lehrerinnen, die sich dann sogar schon online dann bei der Uni bewerben können. Also ein Informationsabend für Studieninteressierte. Und dann noch, das ist noch ein bisschen hin, am 5. und 6. September erstmals in der Katholischen Akademie Stapelfeld wird dann angeboten eine Informationsveranstaltung. Nee. Das muss ich nochmal machen. Ja, hier was von der Uni Vechta. Und zwar gibt es da Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte.
und zwar am Dienstag, den 23. Mai um 18 Uhr im Science Shop Vechta Kloppenburg. Da gibt es Antworten auf die Fragen, wie ist ein Studium generell aufgebaut, was kann ich in Vechta studieren oder ist ein Auslandssemester ratsam. Ja, und ein Bachelor- und Masterabend findet auch statt, ist auch wieder ein Informationsabend für Studieninteressierte am 1. Juni 2017. Und da sind alle studieninteressierte Eltern und Lehrerinnen eingeladen, um Kurzvorträge zu den einzelnen Studiengängen zu hören. Ja, hier noch was aus Osnabrück, und zwar das Gedenken national, lokal, individuell. Fotografien von Dieter Blase im Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum. Und zwar vom 18. Mai bis 6. August präsentiert das Erich-Remarque Friedenszentrum Fotografien von Dieter Blase unter dem Titel Das Gedenken national, lokal, individuell. In Anlehnung an Erich Maria Remarque, der im Titel des berühmten Romans Im Westen nichts Neues den deutschen Heeresbericht vom Oktober 1918 rezitierte, diskutiert der Fotograf Dieter Blase eine Ikonografie des Gedenkens. Mit Blick auf die Gegenwart erweitert er seinen Bilddiskurs um die unterschiedlichen Formen und Ausprägungen der europäischen Erinnerungskultur. Nicht vergessen, von 18. Mai bis zum 6. August. Hier eine Sache aus Vechta, und zwar, das findet im Kreishaus statt, im Vechter Kreishaus, und zwar ein erster Infotag zum Thema Rund ums Alter. Da lädt der Vechterer Landrat Herbert Winkel ein, und zwar am Samstag, den 20. Mai von 10.15 Uhr bis 16.15 Uhr im Vechterer Kreishaus. Ja, und zum Veranstaltungsthema spricht von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr der frühere Bundesminister für Arbeit und Soziales Franz Müntefering, jetziger Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Hier was vom Museumsdorf Kloppenburg. Das neue Programm der musikalisch-satirischen Führungen mit dem Bremer Schauspieler und Kabarettisten Pago Balke geht 2017 weiter. Er präsentiert unter der Regie von Alvaro Solar zum Teil eigene sowie Texte von Wilhelm Busch, Walter Hedemann, Georg Kreisler und Karl Valentin im Museumsdorf Kloppenburg. Und zwar, wann wollt ihr wissen? Am Sonntag, den 11. Juni, 11 bis 13 Uhr. Ja, hier was von der Stadthalle Kloppenburg. Und zwar am Samstag, den 21.10., das ist noch ein bisschen was hin, um 20 Uhr kommt die Johnny Cash Show. Presented by the Cashbacks. Ganz berühmte Band mittlerweile. Und die Karten gibt's ab 31 Euro. Im Programm stehen alle Johnny Cash-Klassiker von Ring of Fire, I Walk the Line bis hin zu Folsom Prison Blues. Der mitreisende Bum-Chicka-Bum, das muss man wissen, Bum-Chicka-Bum-Sound macht allen auf Anhieb Spaß. Das Publikum ist völlig aus dem Häuschen. Ja, und das war's schon wieder von unserer Seite für diese Woche. Und wenn ihr selber Veranstaltungen habt, die wir ankündigen sollen, dann meldet euch unter 70700 in Lohne oder unter info@regiotv.de. Bis zur nächsten Woche, euer Thomas Kuhlmann. Hallo liebe Zuschauer an den Fernsehgeräten zu Hause oder ganz gleich, wo Sie uns gerade zuschauen. Hier ist RegoTV und hier ist Joachim Mirkes. Sie kennen mich aus vielen Sendungen hier auch von RegoTV. RegoTV startet mit Ihnen zusammen jetzt in eine ganz neue Ära. Wir wollen unsere bekannten Sendeformate, Sie kennen sie alle, Tischtalk, Art Club oder auch Tommy in Action, mit neuem Leben erfüllen. Dazu sind Sie herzlich eingeladen, uns mit Ihren Ideen zu bereichern. Sie können das tun auf dem ganz normalen Telefonweg unter 04442 70700, oder Sie schicken uns einfach, und das ist noch einfacher, eine E-Mail unter info@regotv.de, und dann werden Ihnen mit uns sicherlich gute Sachen einfallen, die wir hier vielleicht auch umsetzen und einem größeren Publikum zukommen lassen. Unser Sendegebiet ist nämlich gar nicht so klein. Sie können uns empfangen, ne? Sie sitzen ja auch gerade zu Hause oder am Internet. Und wir sind quasi empfangbar ab irgendwo Osnabrück, südlich Osnabrück bis an die Nordseeküste. Insofern könnte es durchaus für Sie interessant sein, ja, ich sag mal, das ein oder andere Thema zu transportieren. Es kann aber auch ruhig was Gewerbliches sein. Auch dafür haben wir ein Ohr und noch eins, dass wir vielleicht Ihr spezielles Thema, mit dem Sie tagtäglich Ihr Brot verdienen, mal präsentieren. All diese Sachen, wir können wirklich über alles reden. Kommen Sie auf uns zu, dann kommen wir zu Ihnen. Insofern erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Joachim Mirkes für RegoTV.
Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Was gibt es Schöneres als an einem Sonntag nach Bad Zwischenahn? Und ich bin heute hier, um mal mit der MS Bad Zwischenahn eine Runde zu machen. Kommen Sie einfach mit. So, jetzt habe ich mal eine Frage. Woher kommen Sie? Ich komme hier aus Bad Zwischenahn. Und Sie? Ich komme aus Bremen-Nord. Und Sie? Zwischenahn. Sie sind doch bestimmt schon öfter hier mitgefahren, ne? Ja, das stimmt. Ich habe schon eine 10. Jahreskarte. Das heißt, Sie fahren jeden Sonntag hier mit? Oder auch werktags. Ich wohne hier im Ort, bin Rentnerin und wenn das Wetter zulässt, dann bin ich hier auf dem Schiff. Das ist ja doll. Also auch, weil ich gerne das Wasser mag. Ja, aber Sie müssen ja dann hier auch schon jede Forelle kennen. Das nicht, aber vielleicht die Häuser, die hier. Ja, dann könnten Sie mir bestimmt mehr erzählen als der Lutz Ackermann. Nee, das glaube ich jetzt nicht, weil ich inzwischen auch abgeschaltet habe. Also ich höre jetzt da nicht mehr hin. Gehören Sie zusammen? Sind Sie Verwandtschaft? Nein. Das ist mein Vater. Ich bin heute zu Besuch hier bei meinem Vater. Und erste Mal auf dem Zwischenahner Meer? Oh, es ist ganz viele Jahre her, dass ich hier mal eine Fahrt auf dem Bad Zwischenahner Meer mitgemacht habe. Und freue mich, dass ich mal wieder auf dem Wasser bin. Das ist total schön. Ja, finde ich auch. Dann genießen Sie den Tag noch bei traumhaft schönem Wetter. Ne? Hallo, Sie haben hier gerade ein schönes Stück Apfelkuchen. Ist auch Apfelkuchen? Nein, Rhabarber. Rhabarberkuchen, natürlich. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus Werlte. Extra heute hier nach Bad Zwischen angekommen, um mit der Weißen Flotte eine Runde zu drehen? Jawohl. Was verbindet Sie mit Bad Zwischen? Ich war hier 3 Wochen in Kur. Hüfte? Nee, was anderes. Was anderes, aber Hüfte. Mit dem Laufen auf jeden Fall. Ja, ja. Und Sie, wo kommen Sie her? Aus Zügel. Das ist ja auch so die Richtung. In der Nähe, ja. Das ist in der Nähe. Ja. Und in Sögel gibt es gar nicht so einen See, ne? Nee. Baggerseen haben wir da. Aber genau. Da fährt kein Schiff. Nee. Ich kenne die Sögel denn nicht? Natürlich kennen wir Sögel. Natürlich, da waren wir da auch schon zum Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und viel Sonne, ne? Ja. Danke, tschüss. Danke. Hallo, darf ich fragen, wo Sie herkommen? Wir kommen aus Osnabrück. Ganz von Osnabrück, nur um einmal Schiff zu fahren? Nein, wir sind schon seit heute Morgen hier. Um Bad Zwischenahn kennenzulernen? Eben. Was gefällt Ihnen denn so schön an Bad Zwischenahn? Alles. Alles ist schön hier. Aber Osnabrück ist da auch schön. Sicher ist Osnabrück schön. Osnabrück ist vielleicht noch schöner, ich weiß es nicht, aber man muss ja immer was anderes sehen, nicht? Jetzt sind wir auf der Brücke bei Konstantin Weisel. Beisel, so viel Zeit muss sein mit B. Beisel wie Brot. Ja. Na? Genau. Herr Beisel, wie lange fahren Sie schon auf dem Zwischenahner Meer? Das 10 Jahren. Und immer die gleiche Strecke und noch nie verfahren? Mal eine ganz kurze Sache zum Schiff.
Wie viel PS hat das Schiff? 500. Die braucht man auch, ne? Ja, wenn Wind aufkommt, dann muss man ja irgendwie gegen Wind kommen. Richtig, das habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Wenn jetzt hier richtig Wind ist, dann können auch schon ein paar Wellen hier sein. Ja. Und nicht so, dass die Tassen vom Tisch fallen. Doch. Kann auch sein. Der hat ja keinen Tiefgang. Wie viel Tiefgang hat er? Also knapp einen Meter. Oh, das ist nicht viel. Wie tief ist denn da dazwischen noch mehr? Die tiefste Stelle ist ja 6 Meter. Ist auch nicht viel. Ja. Und jetzt so eine Rundfahrt dauert ungefähr eine Stunde? Ja, eine gute Stunde. Ja. Mhm. Und die fahren Sie 6-mal am Tag? Ja, ich 6-mal und der kleine Ammerland 5-mal. Jetzt habe ich gesehen, Sie drücken da immer auf diesen Knopf. Ach, das ist die Ansage von Lutz Ackermann. Ja, genau. Ach so, und da müssen Sie immer dann drücken, dass der weiterreicht. Ja, dass es passt zum Gefahr. Ach so. Jetzt sehen wir hier ganz, ganz viele Instrumente. Was sind denn die wichtigsten? Die Drehzahl? Drehzahl nicht so. Sag mal Öldruck. Hm? Öldruck, Maschinendruck, genau, ja. Jetzt sehen wir da auch Echolot. Wo haben wir den? Haben wir gar nicht. Ah, den brauchen Sie auch nicht. Wir wissen ja, wie tief das ist. Ne? GPS. Und dann Rückfahrtkamera haben wir. Ah ja, ist klar. Jede Menge Sicherung. Wird im Winter eigentlich auch gefahren? Nur Samstag und Sonntag eine Fahrt. Und wenn ich mal woanders hinfahren möchte, vom zwischen einer Meer, komme ich nicht weg? Nein. Hat gar keinen Zulauf jetzt, wo man mit dem Schiff fahren kann? Nee. Dann müsste ich das Schiff auf den Trailer legen. Ja. Wie er hergekommen ist. Ja, genau. Gut, dann danke ich mich und noch eine gute Fahrt. Ja, und immer, wie sagt man so schön, handbreit Wasser unterm Kiel. Danke, das können wir gebrauchen. Liebe Zuschauer, das war es hier aus Bad Zwischenahn, vom Bad Zwischenahner Meer mit der MS Bad Zwischenahn waren wir unterwegs. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich genieße noch ein bisschen die Sonne. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Willkommen. Es geht darum, in einer Minute so viele Sprünge. So, die drumherum stehen, kann entweder mitmachen. So. Ich freue mich auch, dass unsere Kollegen aus dem Nachbarland da sind, die kommen sozusagen in Teilen über den Jordan zu uns, wie wir hier so sagen, und freue mich über die Kunsthandwerker und alle, die hier wieder mitmachen und dieses Fest mitgestalten. Ohne sie wäre das alles nicht machbar. Und danke natürlich auch meinen Mitarbeitern. Ohne sie wäre es auch nicht möglich. Explizit die Annegret Dümmermann, die bei mir im Büro ist, die managt und macht und tut. Ein großes Dankeschön an Sie. Ja, wir haben heute ein bisschen nettes Wetter. Wenn man heute mal gucken kann, der SCD hat über 100 Meldungen. Das heißt also, nachher werden ganz viele Segelboote auf dem See sein. Das wird ein ganz tolles Bild ergeben. Und ich hoffe, dass alle sich daran erfreuen können. Wir werden gleich anbaden und damit die Badesaison eröffnen. Die Wassertemperatur beträgt derzeit so 10 Grad. Also es ist nicht ganz so warm. Aber wir haben einige Mutige, die sich trauen und doch in den See gehen würden. Aber gefühlt 27. Und wir sehen uns im Laufe des Tages noch. Dankeschön. Ich bin mit diesen gern unter See, weil ich mit dem...
Gewerbegebiet Nord in Kalveslage befindet sich das neue Bauhofgelände. Die Stadt Vechta hatte zum Tag der offenen Tür geladen. Wir beschäftigen zurzeit hier 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in verschiedenen Bereichen. Der größte Bereich ist halt die Grünanlagenpflege. Hier haben wir 9 Mitarbeiter beschäftigt im ganzen Stadtgebiet und zusätzlich natürlich auch den Ort Lankförden. In dem Bereich Grünanlagen fallen auch unsere öffentlichen Spielplätze. Die betragen zurzeit 60. Die werden von 2 Mitarbeitern betreut. Also es finden dort jährlich Kontrollen statt. Einmal die Haupt- und Sicherheitskontrolle und dann halt eben die Funktionskontrollen alle 3 Monate. Ja, dann haben wir den Bereich, was Märkte sind, wo wir immer wieder gefragt sind, dass dementsprechend für Reinigkeit gesorgt wird. Das ist der Stoppelmarkt, Frühjahrsmarkt, Thomasmarkt, die Prozession. Und ein Großteil von unserem Geschäft ist, dass wir sehr viele Absperrungen tätigen für Fremdfirmen, die Baustellen hier im Stadtgebiet haben, beziehungsweise unsere eigenen Baustellen. Bauhofsleiter Peter Eckert und sein Team zeigten das umfangreiche Equipment und die Einsatzwagen. Früh aufstehen müssen die Bediensteten des Bauhofes in den Wintermonaten. In dieser Halle befindet sich das Streusalz, um die Straßen verkehrssicher zu machen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute auf dem Segelflugplatz in Quakenbrück und hier findet am 10. und 11. Juni die Gewerbeschau 2017 statt. Neben mir steht Herr Schutte-Lübgen und er ist zuständig für die Organisation der Gewerbeschau. Sie sind von der Firma Friedrich Haug, Messebau und Ausstellung. Herr Schutte-Lübgen, was wird an diesem Tag angeboten? Wer stellt hier aus? Es werden sich hier an der Ausstellung Wir sind Adlern, werden sich 120 Aussteller hier aus der Region, werden sich mit Sternen beteiligen. Mhm. Und sind das verschiedene Firmen? Wie muss man sich das vorstellen, diesen Tag? Also es sind Firmen aus allen Bereichen, Handwerk, Handel, Dienstleistung und natürlich auch Vereine und Verbände hier aus Quakenbrück und Umgebung. Ja, wir haben jetzt einfach mal den Standort gewechselt, weil wir natürlich auch dieses große Areal einfach mal zeigen wollen hier auf dem Segelflugplatz. Wie ist denn die Gewerbeschau 2017 zustande gekommen? Es gibt hier in Quakenbrück oder es hat sich hier in Quakenbrück eine Projektgruppe gebildet mit Vertretern der Wirtschaftsagentur Adlern, der Mittelstandsvereinigung von der CDU und Vertretern der Werbegemeinschaften hier aus den Mitgliedsgemeinden Quakenbrück, Bad Bergen, Menzlage und Nordrup. Die haben dann vorab beschlossen, die wollen mal wieder so eine Gewerbeschau machen, die letztmalig genau hier auf diesem Gelände vor 30 Jahren stattgefunden hat. Und dann ist diese Projektgruppe an uns herangetreten. Wir haben dann ein Konzept ausgearbeitet und wir sind uns dann eigentlich relativ sehr schnell einig geworden.
Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal über das Rahmenprogramm sprechen an den beiden Tagen, am 10. und 11. Juni. Wie laufen die beiden Tage ab? Wir werden also in der Veranstaltungshalle ein umfangreiches Programm haben. Dort werden Tanz- und Sportvorführungen stattfinden. Wir werden am Sonntag nochmal von Frank und seine Freunde aus Osnabrück die Zappeltiershow haben. Mhm. Und draußen im Freigelände haben wir auch sehr viele Aktionen. Zum einen Geräteschau und Aktionen hier der Feuerwehren aus der Samtgemeinde, des Deutschen Roten des THW und vom DLRG. Und für Kinder werden wir noch eine sogenannte Kinderspielewelt haben. Mit Trampolinen, mit Quadfahren und sonstigen Aktionen. Mhm. Also, das wäre jetzt meine nächste Frage. Für wen ist denn die Gewerbeschau gedacht? Ja, eigentlich für alle Altersgruppen, aber ich denke mal, bedingt durch das umfangreiche Rahmenprogramm wendet es sich auch sehr stark an Familien mit Kindern. Mhm. Und ist denn, wenn sich mal die Eltern oder wenn sich ein Erwachsener, der mit Kindern hier unterwegs ist, ausführlich beraten lassen möchte, ist dann eine Möglichkeit einer Kinderbetreuung gesorgt? Wir werden also eine kostenlose Kinderbetreuung anbieten, dass wir die heilpädagogische Hilfe machen. Und dort kann man die Kinder unter fachkundiger Betreuung abgeben. Und jetzt natürlich nochmal zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Wie sieht das damit aus? Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr und der Eintritt ist frei. Jetzt sind wir ja hier den Segelflugplatz schon ein bisschen abgeschritten. Gibt es denn auch eine ganz besondere Flugattraktion hier auf dem Segelflugplatz? Ja, das Ganze zweimal. Wir werden dort hinten in dem Bereich werden wir für Aussteller und für Besucher Hubschrauber-Rundflüge anbieten. Ui. Das ist natürlich nicht umsonst, ja, aber gut. Wir konnten einen guten Preis aushandeln. Ja. Und dort in der Halle können auch hier die Segelflugzeuge des Luftsportvereins Quakenbrück während der beiden Tage besichtigt werden. Ja, dann ist ja auf jeden Fall hier für Unterhaltung gesorgt. Ja, auf jeden Fall. Ja, Herr Schutte-Lübgen, ich bedanke mich recht herzlich für das interessante und innovative Interview. Bitteschön. Und Sie, liebe Zuschauer, sind recht herzlich eingeladen zur Gewerbeschau 2017 hier auf dem Segelflugplatz in Quakenbrück am 10. und 11. Juni. Ja, Konto, ne? 690,5 PS. Gefahren von Stefan Barisch und seiner Frau Miriam. Und los geht's. Gefahren von Reinhard Bucklage und Beifahrer Stefan Kabeling. Einer der letzten noch mit einer sogenannten Rahmenbauweise. 175 km/h schnell, Vierganggetriebe. Von Günter Treff, Dieter Hartmann, Zweifahrer, MVW, Cabrio 1500 aus dem 70er Baujahr. Ist nicht zu kalt? Nein. Damals gebaut. Ja, und jetzt auch ein legendäres Fahrzeug, Werksbezeichnung G114, die meisten kennen ihn, oder Mercedes Strich 8, ja, Serie 05, ja. So, das nächste ist ein Volvo PV 444, auch im Volksmund als Puckel Volvo bezeichnet, gefahren von Walter Schiebe und Beifahrer Simon Schiebe. Das Fahrzeug wurde 440.000 Mal verkauft, sollte also auch ein Volksauto in Schweden sein, 1947 bis 1958. So, das nächste Fahrzeug in der Startnummer 6 ist ein EMW, viele denken an BMW, aber gehörte seinerzeit zusammen, EMW stand. Ja. So, wieder ein wunderschönes Gefährt, ein orangefarbener VW Käfer, zweite Cabrio heute aus dem Baujahr 1966. Und wie wir hörten, ein Fahrer und Auto gleich alt, ich hoffe, es stimmt. Ja. Ist ein wunderschöner Cabrio, sehr beliebt auch seinerzeit in den USA, gefahren von Gabi Anders, Beifahrer Petra Bote, läuft mit der Werksbezeichnung B121 B219 SL. So, das nächste Fahrzeug ist ein Mercedes 300 GD aus Baujahr 1983. Das ist ein klassischer Auto für Handel und Industrie. Sehr, sehr beliebt. Und Fahrzeug dient in die Zeit als Servicewagen. Erfurt, Gersfelder,
wurde vor 30 Minuten über den Teich ein Pontiac Firebird, Feuervogel genannt, aus 1967, erfallen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Auspuff hinten. Das erste Fahrzeug, das seinerzeit auch schon mit dem Renneinsatz gebaut worden, eine Cobra, gerade von Hans-Josef 6-Pro und Hütter 6-Pro. So, wir kommen nach England. Rex Lenker, ein MG, wie ich immer so sage. Und auch damals schon sehr schnell, von 0 auf 100 in 11 Sekunden. So, kommen wir zu einem äußerst seltenen Exemplar. Ein Ford Edsel ist. Genau. So, das nächste Fahrzeug, auch ein sehr beliebtes, häufig vertretenes Fahrzeug, der Mercedes G113, auch als Parallel sehr wegweisend. Es geht weiter. Wieder ein BMW, Typ 321, eine überarbeitete 320-Version. Das nächste Fahrzeug, wieder eine Pagode, diesmal als 280 SL, gefahren von Hauke Anders, Hauke Anders als Beifahrerin. Zur Pagode habe ich eben schon einiges gesagt. Hier gibt es eine schöne Geschichte dazu. Fahrzeug, ein Fahrzeug aus Amerika. Wir gehen wieder nach England. Ein Triumph TA6, sehr beliebtes Modell sein. Diesmal mit Linkslenker, wurde gebaut. Im Zeitraum von 68 bis 73, dieses mit dem Baujahr 73 an der Lenn. Das Design wurde seinerzeit von Karmann Osnabrück entwickelt, als Volksporsche bekannt, VW Porsche, Gemeinschaftskonstruktion. Das Fahrzeug ist noch 92. Ja, das nächste Fahrzeug gesteuert von Josef Ellers, Helmut Spree, schon alte bekannte Gesichter hier auf der Rallye. Diesmal mit einem Borgrad von 1960. Ein Porsche, auch mit einem Targa-Dach, läuft als 911, sogenanntes F-Modell aus 1971. Damals hat Porsche dieses Fahrzeug ohne Korrosionsschutz ausgeliefert, was sich denn für alle Restauratoren nachher auch als sehr schwierig erwiesen hat. Also der Rost steckt in allen Ecken und man muss das Fahrzeug dort komplett zerlegen. Wieder ein VW Cabrio. Als 1303, Baujahr 78, das Fahrzeug wurde von 1972 bis 1980 gebaut. Was viele nicht wissen. So, eine Corvette, 10-3, wurde damals gebaut in den USA, St. Louis, Mississippi. War ein sehr erfolgreiches Fahrzeug. So, an den Start geht jetzt ein Mercedes, Werksbezeichnung W109, 300 SEL, 3,5 Liter, gefahren von Ludger Hein und Petra Hein, der Freifahrerin. Hast du den Tank auch voll? Den habe ich voll. Wir können auch noch ein bisschen länger fahren. Alles klar. Viel Spaß. Und dieses Fahrzeug, gefahren von Norbert Klein und Jörn Dugert, NSOTT, Spieß, war speziell für Rallyes, Bergrennen ausgelegt. So, weiter geht es auch mit einem sehr edlen Teil. Das ist der Mercedes 250 SE Coupé. Kommen wir zu einem echten Arbeitsgerät, meiner Zeit in den USA sehr beliebt. Ein Ford Pickup, Modellbezeichnung F100, im Jahr 1951, mit originalen Anhänger dazu. Wurde vor 10 Jahren in Belgien gekauft. Das nächste Fahrzeug wird von Daniel Taucher gesteuert, Beifahrer Stefan Lichtenstein, ein Jaguar MK9. Sehr hohes Gewicht, seinerzeit aber schon mit Scheibenbremsen vorne und hinten ausgerüstet, Baujahr 1960. So, das nächste Fahrzeug von Norsenhausen Volkswagen war und wurde auch wieder ein BMW, diesmal ein 2002. Fahren von Josef Kellermann. Und so, das nächste Fahrzeug wieder nach England, auch für den Wettbewerb gebaut, Motorsport MGB als Long Distance Racer bekannt, 1965.
hat er damals der Außenbogen entfalten wollte. Ja, dieses Fahrzeug muss man halt eben vorstellen. Ja, die meisten kennen es unter dem Begriff Ente, Citroën 2 C4. Aus erster Hand 21 PS. Und dann haben wir den zweiten VW Porsche 914. Modell hatte ich schon einiges gesagt. Fahren von Heinrich Glöker, Beifahrer von Christa Glöker. In einer Zeit auch entsprechende Geräusche im Innenraum. Das nächste wieder ein VW Käfer. Diesmal eine etwas ältere Version als Cabrio. Wir fahren von Stefanie Schwaberg. Beifahrerin Lea Schwaberg. 30 PS. So, weiter geht's. Wieder Familie Schwaberg. Diesmal Jens Schwaberg am Steuer. Mit Justus als Beifahrer. Das Fahrzeug hat schon vor kurzem. Konnte man in der UV sehen. Das war lange Zeit der erste Kompakt. Von Heiner Starkerjan, Beifahrerin der Fahrzeug. Ja, als nächstes fährt vor Oliver Sudig, Beifahrer Philipp Sudig, B107, Fahrzeug gefahren von Heinz Ostmann, Beifahrerin Josef Ostmann, ein BMW V8, auch damals vielen bekannt unter dem Namen Barockengel. Mit der Startnummer 40 fährt vor Frank Stallo, Beifahrer Uwe Blömer, ein Mercedes B108 250 SE aus Deutschlands Ersatzteil und hat auch alle Mechaniker vor großen Herausforderungen gestellt. Das Fahrzeug wurde von einem Winzer an der Mosel erworben. So, ein damals sehr beliebtes Modell aus dem Hause Opel, Rekord 1500A. Jürgen Völking und Jan Lukas Völking. Völking hat sich einen Kindheitstraum verwirklicht. Seine Eltern haben seinerzeit das gleiche Fahrzeug gehabt. Ein Fiat 850 Sportcoupé. So, mit der Nummer 43 fährt vor Paul Schäfers mit Elke Schäfers. Ja, Elke. Also, Elke ist ausgetauscht worden. Olaf fährt, andere Angaben. Fährt vor mit einem B113 230 SL. So, mit der Nummer 44 fährt vor Franz Josef Strothmann mit Brigitte Strothmann. Seltenes Fahrzeug, Jaguar XR140 aus dem Jahre 1955. Mit der Nummer 46 wieder ein VW Käfer Cabrio, heute sehr stark vertreten. So, wir kommen hier zu einem sehr schnellen, sportlichen Fahrzeug, ein BMW 3.0 CS, Fahrer von Anton Denken, Beifahrer Michael Zollner, mit einem schönen SL Roadster von Mercedes, Werksbezeichnung 107, Fahrer von Dirk Wilke und Yvonne Wilke als Beifahrerin. Der Sound zu hören in Südamerika, ein Ford Mustang. Es war ein sehr beliebtes Modell und der Motor leistet 420 PS. Es geht weiter in einem Jeep Renegade TJ 4,2 Liter. Eine Weiterentwicklung des legendären Militärfahrzeug in der Zivilbevölkerung sehr beliebt. Mercedes 350 SL, gefahren von Werner Palmeier, Beifahrer Wolfgang Schütt. So, wir sind wieder in Amerika, vorfährt Josef Langeland, Beifahrer Dieter Müller. Ein SL, diesmal ein 280 SL, gefahren von Alois Hartmann und Beifahrer Helga Abing. So, wir sind wieder in England, es fährt vor Franz Hasker. Beifahrerin Familie hat ein MG als DD-Version aus 1953.